So. Wir müssen irgendwie jetzt diesen Magneten benutzen. Ich nehme mal an, einfach runterlassen. Vom Spiegel fällt niemand mehr auf. Okay. Die Mutter wird bestimmt auch durch den Blitzsucher passen. Im ersten Versuch. Also schön. Am besten. Das Licht ist ausgefallen. Taschenlampen. Runter von mir! Da! Ein Briefumschlag! Kein Leuchten nach oben? So gut, ob es von oben kommt? Mein lieber Nico, du solltest dir die Kassette genauer ansehen. R. Was zum Teufel? Das ist... Weg damit! In Deckung! Der arme Junge, jetzt wird fast erwischt. Heidewitzka. Ganz schönes Arschloch, der Inch. Dass der in Kauf nimmt, dass es Tote gibt. Unter uns als Partner. Was soll das? Was willst du hier? Mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Ich habe nicht gefragt, wie es dir geht. Ich habe gefragt, warum du mich in aller Öffentlichkeit ansprichst. Was sollte das mit der Bombe? Ist das nicht offensichtlich? Ich wollte Legrand aus dem Weg schaffen. So spektakulär wie möglich. Sie hätten fast mich aus dem Weg geschafft. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst den Brief abliefern und dann verschwinden? Menschen hätten sterben können. Aber natürlich. Das war der Sinn der Bombe. Ich will niemandem schaden. Sie wissen das. Und du weißt, dass ich nichts drauf gebe. Befolge meine Befehle. Dann wird dir nichts geschehen. Und du wirst bald ein reicher Mann sein. Ist es so gut, mit dem zusammenzuarbeiten, der so... Der so mit seinen Mitarbeitern agiert. Ich glaube nicht, dass wir reich werden am Ende. Ich glaube, er wird uns umbringen. Knapp vorm Schluss. Ich werde nicht mehr blind Befehle ausführen. Ich will wissen, was der Plan ist. Du weißt so viel, wie du wissen musst. Wir werden in Kairo das zweite Auge stehlen. Vor den Augen der Welt. Der Diebstahl des ersten Auges hat alle aufgeweckt. Der Tod Legrands sollte die Spannung ins Unermessliche steigern. Aber, naja. Jetzt läuft es auf einen Showdown hinaus. Der Rabe gegen den Inspektor. Auch das dürfte die Presse elektrisieren. Was soll das alles? Ich dachte, es geht um die Steine. Warum machen wir uns selber das Leben schwer und ziehen so viel Aufmerksamkeit auf uns? Es geht um mehr als das. Es geht um die große Bühne, um das Ende einer Legende. Du wirst es sehen, wenn es soweit ist. Und bis dahin tust du einfach nur, was ich dir sage. Und was, wenn ich einfach aussteige? Du wusstest die ganze Zeit, mit wem du dich einlässt. Ich habe keine Zeit für deine Heuchelei. Du wusstest immer, mit wem du dich einlässt. Wenn du für deinen Seelenfrieden so tun musst, als wärst du unschuldig in diese Situation geraten, fein. Doch wir beide wissen, dass du mich angefleht hast, dich ins große Geschäft einzuführen. Und in diesem Geschäft macht man sich die Hände nun einmal schmutzig. Aber... James? James, wo stecken Sie schon wieder? Wir verhalten uns während der Fahrt ruhig und gehen Legrand aus dem Weg. Ich habe das Ticket und den gefälschten Ausweis verloren. Ich schwöre dir, wenn ich meinen Arm zum Klettern benutzen könnte, hätte ich dich schon längst entsorgt. Naja, mir wäre es ohnehin lieber, wenn dich niemand auf dem Schiff zu Gesicht bekommt. Schleich dich an Bord und bleib bis Kairo untergetaucht. In Ordnung. Und Schluss mit den Spielereien. Nichts, was der Legrand, die Polizei oder sonst wer antun könnte, kommt dem gleich, was ich mit dir tue, wenn du dich nicht an meinen Plan hältst. Die Augen sind extrem rot gehalten, oder? Soll der Inspektor etwa alleine mein Gepäck aufs Schiff tragen? Er glaubt mich zu kennen. Er hält mich für dumm und schwach. Ich habe ihn genau da, wo ich ihn haben will. Hier ist ein junger Dieb, der es den Alten zeigen wird. Selbst wenn er dafür unter seinem Niveau reisen muss.
als hätte ein junger Dieb ein großes Niveau erstmal. Okay, wir sind auf dem Schiff in der Truhe, nehme ich an. Wir springen also schon recht nah in die Richtung, wo wir hin müssen. Haben wir was eingetragen? Ach ja, Inch. Eine Bombe. Er zündet eine verdammte Bombe, um Legrand und die anderen loszuwerden. Das hätte ich ihm nicht zugetraut. Er ist skrupelloser, als ich es für möglich gehalten hätte. Ein Grund mehr, ihn schnell auszuschalten. Sollte ich der Polizei einfach einen Tipp geben und die Sache beenden? Ich würde, wenn sie sie beenden könnten. Aber Inch muss mit der Hand in der Keksdose erwischt werden, sonst windet er sich aus jeder Anklage heraus. Und wir haben Inchs Plan. Inch weiht mich nicht... Achso, hat man meine Rolle? Okay, wir müssen also irgendwie, ich speichere nochmal, aus der Truhe kommen. Ich hoffe, die Hafenarbeiter haben den Frachtraum schon wieder verlassen. Am besten öffne ich den Deckel erst einmal nur ein Spalt breit. Das heißt, ich würde ihn ein Spalt breit öffnen, wenn er sich bewegen ließe. Wie ist denn das eigentlich mit Luft kriegen? Von außen muss man vermutlich nur am Griff ziehen, um die Truhe zu entriegeln. Aber es hat niemand daran gedacht, dass ich sie nun von innen öffnen muss. Weil keiner von innen sowas macht. Gibt's denn hier drinne was Interessantes? Mein Plan, meine Rolle... Aus der Kiste befreien, okay. Was haben wir denn in der Kiste? Betaste Kleidung. Das ist die Kleidung, auf der ich liege. Verschiedene Stoffe. Einige rauer, einige weicher. Hier ist so etwas wie ein feines Netz. Na, ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ein Netz? Hat er nicht mitgenommen? Dann in der Dunkelheit herumtasten? Das fühlt sich wie Metall an. Eckig. Ich glaube, das ist das Schloss der Truhe. Hier sind kleine, runde Erhebungen mit Schlitzen in der Mitte. Das könnten Schrauben sein. Okay, da haben wir ja zum Glück ein Messer, um das zu erledigen. Was gibt's hier noch? Was hast du? Schloss? Seitenwand? Die Truhe ist so massiv wie ein... Sarg. Dann nehmen wir mal das Messer und Schrauben hier. Okay. Schraubenzieher. Schraubenzieher. Ja, Messer. Aber hier, so. Nun müsste doch... Aha. Das ist doch jetzt ein Scherz. Tja, wir kommen nicht ganz durch, weil hier der Deckel wird gehemmt vom oberen Fach. Das scheint ein Gurt zu sein, der irgendwas im Regalfach über der Truhe festhält. Leider komme ich nicht an den Gurtverschluss. Er sitzt stramm. Okay, also wieder ein Messer nehmen, abschneiden. So, was können wir denn machen? Da ist ein Aktionspunkt. Nehmen wir den. Der Krempel da drüben sieht nicht so aus, als sei er gerade eingeladen worden. Vermutlich gehört er zum Schiffsinventar. Werkzeug und Ersatzteile, würde ich sagen. Gut möglich, dass nur leider ist sie völlig... Okay, also Reichweite. Was gibt's noch? Hier oben sind Rohre. Ach, hier Metallrohre. Zwei Metallrohre. Stabil. Gut 10 cm voneinander entfernt. Das Schiff hat schon viele Jahre auf dem Buckel, aber diese Rohre sehen mehr als robust aus. Okay, wir haben Gurt, den müssen wir bestimmt hier auswerfen. Und dann knotet er sich alleine um die Rohre. Okay, dann zur Kiste. Hervorragend. Hoffentlich rutscht der Metallverschluss nicht aus der Kiste, wenn ich am Gurt ziehe. Na, das rollt aber perfekt in unsere Richtung. Das Metallrohr ist dicht ins Regal gerollt. Und trotzdem außerhalb meiner Reichweite. Das Metallrohr ist dicht ins Regal gerollt. Und trotzdem außerhalb meiner Reichweite. Wie soll das gehen? Der Gurt wird sich kaum von allein um das Rohr knoten. Dann Messer verbinden mit dem Gurt. Also schön. Ich bohre die Klinge durch den Gurt. Und zwar möglichst weit hier am Gurtende. Ein Versuch ist es wert. Wir angeln mal.
Ja, perfekt. Tada! Hätten wir damit auch schon hier rüberwerfen können? Selbst wenn sich das Messer verhaken würde, es würde niemals halten, wenn ich daran ziehe. Okay, müssen wir das hier festknoten, nehme ich an? Das sollte halten. Und damit werfen wir jetzt Haltegurt mit Rohr. Meine beste Chance. Das hält Bomben ja, fest. Ja, klar. Du musst mal den Schlitz hier drin treffen, dann muss ich... Wir haben die Truhe. Das war das Rohr, was Zellner auf dem Nischel gekriegt hat. Elegant. Ich kenne doch jemand anderen, der das nicht elegant gemacht hat. Wir haben Achievement Reisender. Er war es wirklich gewesen. Okay. Ich fessle ihn und dann sehe ich zu, dass ich hier rauskomme, bevor man nach ihm sucht. Und ich habe auch schon eine Idee, wo ich mich verstecken kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach so gegangen ist. Und auch noch ohne sich zu verabschieden. Erschrecken Sie nicht, junge Dame. Was tust du hier? Ich hatte Sehnsucht. Meinst du, das ist der richtige Zeitpunkt? Was ist im Zug passiert? Nichts. Nichts Schlimmes. Alle sind wohlauf. Inch ist gefährlich. Ich habe es immer gesagt. Ich weiß. Deswegen sind wir vorsichtig. Und immerhin hast du den besten, klügsten und hübschesten Nachwuchsdieb der Welt an deiner Seite. Und bescheiden ist er auch noch. Keine Angst. Ich passe schon auf dich auf. Was habe ich, kleines, dummes Mädchen, doch für ein Glück. Und damit war doch klar. Die Myers ist seine Verlobte. Deswegen hat sie auch die Karte bekommen, um mitzufahren. Hatte ja gesagt, er hat das angeblich vergessen oder verloren. Und er hat es bestimmt nicht verloren, nämlich hat er einfach die Karte an sie gegeben. Tja, und damit wissen wir, dass das so zusammenhängt. Und ja, und haben damit Kapitel 2 abgeschlossen. Wir haben auch alle drei Achievements gekriegt für maximale Punkte, glaube ich. Sehr gut, weil wir auch keine Hilfe eingesetzt haben. Geheimnisse gelöst, okay. Haben einen Meisterhaft bekommen. Dann lasst uns wenigstens nochmal den Anfang des nächsten gleich in dieser Folge mit erledigen. Inch macht mir Sorgen. Er hat bewiesen, wozu er in der Lage ist. Was, wenn er von unserem Plan erfährt? Warum sollte er? Wir sind vorsichtig. Er ist skrupelloser, als wir dachten. Die Bombe im Zug. Ich darf gar nicht daran denken. Umso wichtiger ist, dass wir unsere Nerven im Griff haben. Du meinst, dass ich meine Nerven im Griff habe? Ich mache mir keine Sorgen. Ich kenne dich. Eine rote Suite? Wo eine Kajüte, könnte man fast sagen. Nun gut, der Plan. Wollen wir den Plan nochmal durchgehen? Gute Idee. Wir wissen, dass Inch das Auge aus London im Gepäck der Baronin versteckt hat. Deswegen werde ich in ihre Kabine einbrechen und das Auge durch die Triplette austauschen. Korrekt. Das zweite Auge schnappen wir uns in Kairo. Während Inch auf frischer Tat ertappt wird. Ganz einfach. Der Teufel steckt im Detail. Ich muss unbemerkt in die Kabine der Baronin kommen, muss das Geheimversteck finden und darf keine Spuren hinterlassen. Ja, und Inch sprach von einer Kombination. Das Versteck könnte also verschlossen sein. Eins nach dem anderen. Ich denke, ich checke erst einmal die Lage. Und ich denke, ich werde es mir noch ein wenig gemütlich machen. So wird also unsere Ehe aussehen? Ich könnte es aushalten. Moment, wir erinnern uns noch. Wir hatten... Ich weiß nicht, irgendeiner der anderen Damen hatte doch einen Schrei, einen kurzen Schrei gehört aus dem Zimmer der Baronin. Das wird bestimmt die Dame gewesen sein. Und die Dame ist bestimmt auch die, die durch die Lüftungsschächte ging, weil sie so dünn ist. Und sie hat bestimmt auch das durchsucht dort. In London lief alles nach Plan? Bis auf die Explosion, ja. Der Bobby kam genau zur richtigen Zeit. Er hatte ja auch eine kompetente Tippgeberin. Ich hatte genug Zeit, das Auge an mich zu nehmen, aber leider konnte ich die Triplette nicht mehr platzieren. Wo ist sie? Ein Kunstwerk. Fast so schön wie das Original. Ich kann sie nicht auseinanderhalten. Inch könnte.
Aber wenn alles so läuft wie erwartet, wird er bis nach dem Einbruch ins Ägyptische Museum keine Gelegenheit haben, sich den Stein genau anzusehen. Wird Legrand uns Probleme bereiten? Momentan läuft alles nach Plan. Das heißt, er ist clever, aber nicht clever genug. Und der Bobby? Bauernschleue, aber nicht mehr. Er wird das Puzzle nicht zusammensetzen können. Bleibt Inch. Er ahnt nichts. Wir haben die Sache gut vorbereitet. Ich mache seit Monaten den Laufburschen für ihn. Er vertraut mir nicht, aber er glaubt, dass er mich für dumm verkaufen kann. Das reicht. Apropos Inch, ich habe gesehen, dass er in Venedig mit dir gesprochen hat. Worum ging es? Er war aufgebracht, weil sein Anschlag im Zug schiefgegangen ist und weil ich mein Ticket verloren habe. Wie bist du an Bord gekommen? Als blinder Passagier, eingesperrt in einem dunklen und kalten Frachtraum. Du Armer. Ich werde jetzt da rausgehen und alle Superpolizisten und Superverbrecher an der Nase herumführen. Ich könnte mir auch noch etwas Schöneres vorstellen. Ich nicht. Der arme Typ. So, wir spielen jetzt also wirklich die junge Dame mit den hochhackischen Schuhen. Was hat sie denn? Sie hat... Ich weiß nicht, wo Inch die Triplette hat herstellen lassen. Aber sie ist hervorragend. Selbst wer so viel Erfahrung mit Steinen hat wie ich, muss zweimal hinsehen, um sie als Fälschung zu entlarven. Sie hat viele Erfahrung mit Steinen. Interessant. Ich weiß nicht, selbst... Okay, wir speichern mal. Wir haben übrigens schon so 1000 Punkte, das ist ganz witzig. Okay, Moment. Wir speichern, dann lesen wir erstmal durch, was hier steht. Okay, also, was haben wir denn? Wir haben Inchs Plan. Meine Rolle. Alex. Sie ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Diesen Satz habe ich nie verstanden, bis Alex mir passiert ist. Ist ein seltsames Gefühl. Man hat plötzlich das Gefühl, dass ein anderer genauso wichtig oder wichtiger ist als das eigene Leben. Plötzlich denkt man nicht mehr als erstes, was will ich, sondern was will sie oder noch besser, was wollen wir. Wir haben uns in Südfrankreich kennengelernt. Das war gerade zwischen Frankreich und Afrika irgend so ein Zwischending bei mir. Die reiche Tochter aus gutem Hause und der arabische Kellner in ihrem Hotel. Wir beide waren, naja, nicht das, was wir vorgaben und haben das schnell gemerkt. Man erkennt seinesgleichen. Patricia Myers war die Rolle, die sie auch damals schon gespielt hat. Sie mag Patricia, glaube ich. Alex ist sehr klug und Patricia Myers bedeutet Urlaub von dieser Intelligenz. Ah, okay, also das kleine Dummchen. Das hübsche, kleine, hübsche Dummchen. Auf der Reise. Adil. Was ich an ihm mag, ist nicht an erster Stelle sein gutes Aussehen. Auch nicht, dass er ein geschickter Dieb ist, dass er clever ist, dass er mich liebt. Es ist sein Wesen. Er hätte viele Gründe, verbittert oder zynisch zu sein, doch er ist es nicht. Er genießt das Leben. Er sieht das Positive in allen Menschen und in jeder Situation. Er ist bescheiden. Er kann sich über kleine Dinge freuen. Moment, bescheiden. Er wollte anders reisen, aber gut. Sei mal dahingestellt. Ich habe nie über Kinder nachgedacht, bis ich ihn getroffen habe. Er wäre ein fantastischer Vater. Er würde unseren Kindern beibringen, positiv auf das Leben zu schauen. Sich nicht von den Umständen unterdrücken oder erdrücken zu lassen. Er würde ihnen alles mitgeben, um ein zufriedenes Leben zu führen. Ja, aber ihr typischer Unterhalt sind Diebestouren oder meint er nach dem einen Coup sind sie reich? Unser Plan ist einfach. Ich tausche unbemerkt das in London gestohlene Auge der Sphinx gegen die Triplett aus, das bei der Baronin ist. Inch wird vielleicht einen kurzen Blick auf den Stein werfen, aber wird keine Gelegenheit haben, ihn genau zu prüfen und somit hoffentlich nicht bemerken, dass die Steine vertauscht wurden. Den zweiten Stein holen wir uns in Kairo. Inch wird glauben, alles im Griff zu haben. Bis er seinen Irrtum bemerkt hat, sind wir über alle Berge. Patricia Myers. Patricia Myers ist einer meiner Lieblingscharaktere. Eine hübsche Tochter aus gutem Hause. Niemand traut denen auch nur das Geringste zu. Es gibt nur ein Problem. Leute, die Patricia für dumm halten, obwohl sie sie nicht kennen, ärgert mich manchmal so sehr, dass ich sie auflaufen lasse. Eine dumme, verwöhnte Blondine, die nicht mal wieder clevere Antworten gibt. Eine dumme, verwöhnte Blondine, die immer mal wieder clevere Antworten gibt. Das ist nicht optimal, daran muss ich arbeiten. Naja, dann geht halt ihr Temperament durch. Sie muss halt in der dummen Rolle bleiben. Und wir sollen die Kabine betreten. Okay, was haben wir denn alles? Dieses Zimmer war nämlich immer verschlossen. Ich wollte immer hin, das ging nicht. So.
Was haben wir denn hier? Die Plakette berichtet stolz von der ersten Atlantiküberquerung des Schiffes. Die Stadt New York begrüßt die MS Lydia. Die Silhouette New Yorks und die eines Schiffes. Allerdings nicht von diesem hier. Vermutlich nutzen sie für alle Schiffe dasselbe Motiv. Sieht sehr offiziell aus. Mit Wappen, Flaggen, Siegel und allem drum und dran. Und die Plakette ist blitzblank. Jemand scheint sie in Ehren zu halten. Das wird vielleicht nochmal wichtig. Ich bin sicher, ich könnte Ihnen helfen, wenn... Lassen Sie mich da mal ran! Wenn Sie mir sagen würden, was Sie suchen. Sie stehen nur im Weg. Gehen Sie raus! Ich werde vor der Tür warten, Madame. Ja, ja. Du keinen Rest gesehen. Miss... Myers. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein. Ich schaue mir nur das Schiff an. Guten Tag. Das war knapp. Ich weiß, ob sie sich daran lauschen, das ist schon ein bisschen. Na gut, was haben wir denn? Die Gangway? Bei dieser Konstruktion stand eindeutig der praktische Nutzen im Vordergrund, nicht das Design. Vermutlich fährt die Lydia regelmäßig Häfen an, die nicht über eigene Gangways verfügen. Und bevor man die Gäste mit Leitern von Bord schafft, hat man sich wohl für diese unschöne Variante entschieden. Tja, mit ihren Schuhen wäre es auch ein bisschen seltsam, das mit Leitern zu machen. Buhl, Curling, Shuffleboard. Das ist sich alles sehr ähnlich. Insoweit, als es mich nicht interessiert. Sehr gut. Dort dürfte es zum Frachtraum gehen. Nicht weiter interessant für mich. Okay, dann gehe ich höchstwahrscheinlich nach oben. Könnte es sein? Ja. Weil ich muss ja durch den Lüftungsschacht wahrscheinlich von oben einsteigen. Zumindest passt zu dem, wie es bei Zöllner lief, was er gesehen hatte, zumindest damals. So, was haben wir hier oben alles? Das Beiboot. Ach, guck mal, das Fähnchen. Das war früher nicht gewesen. Also wird wahrscheinlich abmontiert. Ein durchsichtiges vor allem. Keine Ahnung, was das für ein Fähnchen ist. Aber der Stab, an dem es befestigt ist, könnte sich nochmal als nützlich erweisen. Er ist etwa 80 cm lang und sieht recht stabil aus. Dann nimm ihn dir. Ja, der hält was aus. Aber zum Herumschleppen ist er zu unhandlich. Stellt noch schon mal richtig ab. So, was haben wir noch hier? Wir haben die Tür. Zwei knackige Matrosen stehen an einem Tisch und studieren eine Seekarte. Gut, dass sie beschäftigt sind. So kann ich mich hier oben ungestört umschauen. Knackige Matrosen? Du hast doch deinen Verlobten hier. Sollte jemand die Brücke verlassen, werde ich so tun, als würde ich die Sterne beobachten. Und wenn gar nichts anderes hilft, lasse ich meinen Charme spielen. Ja, das unschuldige junge Ding. Geht aber nur in eine gewisse Altersklasse. Da ist er gerade netterweise drin. Ein Klassiker. Die Diebin steigt durch einen Lüftungsschacht ein. Sollte es so einfach sein? Nein, ist es nicht. Die Abdeckung ist festgeschraubt. Kannst du dir das Messer geben lassen von deinem Liebsten? Alle Kabinen der ersten Klasse haben eine Lüftung. Gut möglich, dass der Schacht die beste Einstiegsmöglichkeit für mich ist. Nur leider ist die Abdeckung verschraubt. Okay, wir kriegen es nicht auf, halten den Stab aber... Nun gut, dann gehen wir runter. Vorne haben wir schon geguckt, dann gucken wir mal aufs Hinterdeck. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Ich muss sagen, ich finde eigentlich die Geschichte ganz hübsch erzählt, dass man erstmal so geradlinig das linear hat und an manchen Stellen so ein bisschen verwirrt ist und jetzt ergibt sich langsam so ein Zusammenhang mit den anderen Charakteren. Man spielt es nochmal aus einer anderen Perspektive. Das ist eigentlich ganz nett gemacht. Gefällt mir. So, hier lag sie doch dann. Ihre Bademode. Ein schönes Badetuch. Angenehm groß. Ich hoffe, ich habe morgen Gelegenheit, mich in die Sonne zu legen und den Rest der Fahrt zu genießen. Ein schönes Badetuch. Ich hoffe, ich... Darf ich es nehmen? Ja.
Ein Liegestuhl im Sonnenschein auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich wäre eine Närrin, wenn ich mir das morgen entgehen lassen würde. Allerdings muss ich mich erst um meine Aufgabe kümmern, bevor ich in der Sonne entspannen kann. Bravo! Bravissimo! Grandioso! Fantastico! Ist es Ihnen recht, wenn ich kurz an Deck gehe und frische Luft schnappe? Aber sicher. Grüßen Sie mir das Meer. Nein, Zufall, wer da noch mitgeht. So, und wir können uns jetzt hier das Ganze näher anschauen. Und ich denke, das soll es für die Folge gewesen sein, weil ich vermute, mit jedem Charakter, mit dem wir sprechen, gibt es ein längeres Gespräch. Sehr nett, jetzt spielen wir also den dritten spielbaren Charakter, die Alex. Oder Patricia Myers, wie sie sich selber nennt. Und mal schauen, das sehen wir aber dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Landitor. Tschüss.